Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Sons of the Forest. Mit dabei sind wieder der Madisso Ja. und der Wolli. Keine Zeit muss Leichen schänden. Ja, also Wollis Lieblingsbeschäftigung, wie man da unten sehen kann, hat er das wieder schön gemacht die ganze Zeit. Und ja, mit diesem wundervollen Ausblick hier bei uns am Lager und mit dem Sturm, der hier gerade wieder aufzieht, wollen wir in dieser Folge ein wenig an unserem Haus weiterbauen. Ich werde mal gucken, ob ich noch irgendwie ein Dach hier hingezimmert kriege. Ansonsten bin ich langsam bei Drahtlos, wie das funktionieren soll. Ja, lasst euch überraschen. Werde ich es schaffen, werde ich es nicht schaffen, wird unser Haus niedergemäht von irgendwelchen Mutanten. Wir werden es sehen. Und dann würde ich sagen, auf los geht's los. Los. Ah, los! Tatsächlich, Okay. wenn man den Fisch hier aufhängt, dann wird der zu getrocknetem Fisch. Und dann kann man den Ja. wunderbar essen einfach. So gut. Ja, das habe ich, glaube ich, schon gewusst. Ach so, schön. Vor allem glaube ich, bin mir nicht sicher. Dann könnten wir theoretisch Elvin noch ein bisschen weiter Fische fangen lassen und die einfach aufhängen. Und wir sollten mal gucken, dass wir unser Haus fertig machen, was zumindest Türen angeht. Ah, man kann übrigens doch Türen bauen, indem man, das habe ich hier in diesem wunderbaren Baumenü gesehen, Tür. Man muss erst die Wand hochziehen und dann kann man hier über diese roten Markierungen eine Türöffnung reinhauen. Und wenn man dann eben diese blanken reinzimmert, dann hat man eine Tür. Ja, und das werde ich dann auch direkt mal machen. Aber erstmal werde ich Kelvin. Was macht ihr da beide? Okay, viel Spaß. Erstmal werde ich Kelvin Holz holen schicken. Wenn ich ihn Ach, finde, ich er glaube, ist ich gerade weg. weiß, warum das nicht funktioniert. So. Fenster kann man übrigens so ähnlich bauen. Ich glaube, ich Warum habe geht mein das Dach nicht? einfach schon komplett falsch angefangen. Deswegen funktioniert das nicht. Ah, okay. Kann jemand mal diese Leiche, die hier draußen vor der Tür liegt, in den Fluss werfen? Willst du in den Fluss verseuchen? Nee, die kann man. Da Wolli die zerhackstückelt hat, kann man die nicht mehr aufheben. Könnte man Und vorher was auch macht nicht man dann aufheben, damit? weil die zu groß ist. Liegen lassen. Schön. Ich sag ja mal, dass du das wird nichts mit dem alles verpixeln. Ja, das ist. Ihr habt's gehört, in den letzten Folgen habe ich ja versucht, so ein bisschen die nicht ganz so tollen Szenen rauszupixeln. Ich glaube, ich lasse es bleiben. Also, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann versuche ich es weiterhin. Zumindest die Szenen, in denen wir halt diesen Bösewichten eins auf den Tez geben, die zu verpixeln. Aber wenn euch egal ist, lasse ich es drin. So. Wo ist denn Kevin? Kelvin. So, hier hinten. Kelvin, komm und Eine Frage, hol die Stämme. ganzen Baumstämme, also die ganzen Bäume und so, die wachsen wieder nach, oder? Wenn man sie nicht. Wenn du Genau. den Stamm stehen lässt, dann wohl ja. Ey, ich Nur sag's euch, eine ne? Dieses kleine Haus macht mich Falle. verrückt, dieses Dach. Ja. Wenn das jetzt hier auch nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann weine ich. Oh, nicht weinen. Zu Ah, spät. cool. Ich bin eine Heulsuse. Evan wirft das Ding einfach nur an die Wand. So. Da mache ich jetzt mal die Tür rein. Und zwar soll man Also ja, jetzt. ich könnte das so machen, aber ich weiß Nein, nicht. so geht es nicht. Doch. Eventuell doch, ich probiere es mal aus. Was versuchst du da? Die Tür. Genau. Und Wolli, was machst du so? Ich baue jetzt gleich eine Schädellampe. Okay. Warum? Ja, warum Er auch nicht? macht Ich habe halt aus jetzt. seiner Lieblingsbeschäftigung, nämlich Ja. Leichen schänden, Eins, Möbelstücke. zwei, Wenigstens drei, etwas. Soll ich das Feuer fünf, innen drinne machen sechs. oder? Was? Alles wird gut, Wolli. Alles Soll ich wird das gut. hier drinne reinbauen oder wo soll ich das tun? Oder soll ich das hier vorne Wenn setzen? du einen Was? Kamin bauen kannst, dann ja. Nee, kann ich nicht. Tut mir leid. Fällt aus wegen Eins, Bodennebel. zwei, drei, vier, fünf. Hä? Ach, jetzt habe ich Nicht. hier so eine Querstrebe reingemacht. Das wollte ich aber nicht. Kann ich die wieder Kann ich rausnehmen? die jetzt schon hier reinsetzen?
rein? Die per ich glaub, Hand zerlegen? Sind alle verpeilt. So. Ja. E abwerfen. Und jetzt zerteilen. Und zack. Nehmen wir die beiden Teile. Geht noch nicht. Eigentlich muss ich tatsächlich noch eines raushauen. Okay, dann machen wir das erstmal. Na? Wenn ich auch. Oh, ich habe eine Schädellampe gemacht. Schön. Es ist Spuktober. So, ja, das lasse ich gelten. So. Ich will die auch sehen. Wo ist die? Hier vorne steht sie. Oh, die finde ich echt cool. Siehst du? Da haben unsere Gegner noch was Nützliches. So können sie uns echter finden, ja. Genau. Also kann man so wie... Ja. So, du hast einen Tisch gebaut. Wie kann man einen Tisch bauen? Mit so einer Blaupause. Okay. Weil ich komme aus irgendeinem Grund nicht mehr hier oben ran. Wo oben ran denn? Ich muss eigentlich noch das letzte Ding raushauen, um eine Tür reinzusetzen. Weil ich weiß, muss das Ding 6 Öffnungen hoch sein. Dann bauen wir erstmal einen Tisch. Hey, das ist doch ein kompletter Stamm hier, oder was? Manchmal verstehe ich nicht, was ein Stamm ist und was nicht. Ah, wir brauchen einen kompletten Stamm. So. Ist das kein kompletter Stamm? Der sieht so groß aus. Wir haben hier ein Stammproblem. Ja. Kann ich nicht wieder welche duplizieren? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ja, an dem Ding, genau. Ja, das geht. Immer noch. Okay, ja, ich brauche auch noch ein paar. Nimm mir den Scheiß, hier ist noch einer. Moment. Ach ja, ich kann ja immer 2 nehmen. Kelvin lässt sich am massig Zeit. Sammelt der denn überhaupt noch Stöcker? Wo ist der überhaupt? Eine gute Frage. Kann ich das jetzt einfach so hier reinsetzen? Tatsächlich. Ha, sehr gut. Okay, ich brauche doch keine 6 hoch, sondern 5. Das ist falsch abgebildet. Und jetzt ist es eine Tür. Tatsächlich. Cool. Packt hier jetzt durch. Nein, nicht wegnehmen. Wirf ab. Wir machen hier alles voll unordentlich. So. Ich weiß halt auch immer nicht, wohin mit diesen kleinen Hölzern, wenn man die nicht mehr braucht. Das ist voll schlimm. Vielleicht können wir die außenrum irgendwie stellen als Abwehr oder so. So. Und jetzt ein Fenster. Die Tür ist falsch. Oh, sie bringt sogar Fische. Okay, schön. Oh, wie sie das da hinlegt und wie sie sich freut. Ja. Lieb. Jetzt fällt sie vor Schreck gleich um. Wolli, wenn du hier schon Menschenfleisch ranhängst, dann aber bitte nur an ein Dingens, damit wir nicht aus Versehen davon. Wieso? Oh nein, jetzt sind alle Stämme weg. Ich dachte, ich kann hier noch einen duplizieren, aber nein. Kelvin hat hier gerade einen reingeschleppt. Wo reingeschleppt? Also rangeschleppt, meine ich. Ins Haus, ja. Ah, hier. Soll ich das hier so außen dran zimmern? Manchmal frage ich mich, ob es nicht sinnvoller wäre, einfach die Bäume abzuholzen. Das dauert manchmal so lange. Habe ich denn jetzt gemacht? Alles kaputt. Ja. Ich stelle den einfach mal hierher, dann wird er angespitzt. Wir hoffen, dass das irgendwas bringt. So.
Das Justieren ist echt schwierig. Ja. Da. So. Jetzt will ich noch ein Fenster haben. Ach so, das heißt, ich muss erstmal das hier zumachen, was ich ursprünglich als Fenster gedacht habe. Aber unsere Tür, ist die nicht falsch? Na okay, vielleicht soll man wahrscheinlich erkennen, dass es eine Tür ist. Ja, das ist, glaube ich, richtig tatsächlich so. So, und jetzt, wie macht man nochmal ein Fenster? Das ist eine Tür. Fenster mittendrin. So, ja gut, einfach mittendrin aushauen. Ach, man kann die Stämme sind schon wieder weg. Immer komme ich raus und dann sind die Stämme weg. Cool. Kevin! Ist eine Anleitung, wie man ein Dach macht. Das hast du gesehen, ja? Nö. Hab ich nicht. Man kann diese Stützen tatsächlich auch wieder abbauen, wenn man Schrägen dran macht. Oh, jetzt wird aber dunkel hier drin. Ja. Die Schrägen. Soll ich vielleicht nochmal eine Totenkopflampe hinstellen? Gibt's die auch in schön? Nee, die gibt's nur in Halloween. Die gibt's nur in Halloween. Ich krieg mich nicht ein. Ich brauche einen Stamm. Man kann eine Treppe bauen. Oh mein Gott. Und eine Rampe und Verteidigungsmauer. Ach, sind nur halbe. Okay. Seil? Können wir schlafen? Schlafen, ja, schlafen. Ja. Wir haben ja, noch nicht ja. mal ein Bett. Nee, können ja. wir nicht. Jemand hat unser Bett kaputt gemacht. Kaputt! Hey, das können wir eigentlich innen drin hinstellen. Erstmal. Das wäre eine Idee, ja. Ja, genau. Machen wir das lieber. Ich, sag mal, ist das komplett kaputt? Kann man das nicht mehr aufnehmen? So, ich nehme den Stock mit. Ey, wird hier mit Baumstämmen beworfen. Und dann werde ich als nächstes eine Rampe vor die Tür bauen, dass wir nicht immer reinspringen müssen. Das ist cool. Oh, man kann das hier gar nicht. Man kann das nicht hier drin machen. Aber wir könnten hier drin ein Bett machen. Was haltet ihr dann davon? Ja, machen wir ein Bett, genau. Möbel. Bett. Oh, man kann auch einen Kronleuchter, einen Totenkopf-Kronleuchter machen. Oh, cool. Das ist doch voll dein Ding. Das ist doch eine Sache. Ich setz das Scheißteil jetzt erstmal einfach hin. Da. Und ich habe 0 Stöcker. Cool. Oh, cool. Ich bin nützlich. Oh. Wo ist denn das Zeug hier? Welches Zeug? So macht man ein Fenster. Schön. Ich habe irgendwo noch ein Stocklager. Ja, ich bin schon da hinten und habe Stöcker geholt. Fertig. Nö. Sieht ja nicht sehr komfortabel aus, aber naja. Egal, denk dir einfach die Flauschigkeit dazu. Zweck, es erfüllt seinen Zweck. Sehr gut. Ach. Das ist halt ein Trapperbett. Oh. Ich finde es so cool, dass man, vergessen, was ich sagen wollte. Was? Nö. So, wo kann man denn jetzt sich angucken, wie man ein Dach baut? Dann wäre das ja vielleicht immer eine Idee. Wenn du B drückst, Licht aus. Einfacher Boden, grundlegende Wand. Genau, da kannst du durchblättern, da gibt es alles Mögliche. Fenster, Stufe. Hier schmeißt irgendjemand Baumstämme rein. Ja. Eine Seilbrücke, oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Na, das ist doch aber nur so ein Flachdach. Ich will doch kein Flachdach. Guck mal bei dem Thema Stützen. Das ist dann sinnvoll, weil die können wir dann alle nachträglich wieder abhauen. Ja, das genau das, diese Stützen, das habe ich ja jetzt hier schon hingebaut. So, ja. Vielleicht dann haben wir den Glück und können das Gerüst am Ende wieder abbauen, wenn es denn steht. Aber dazu dann muss es wohl erstmal stehen. So Schrägstützen hier ran machen. Ich glaube, ich mache auch gleich so eine Schrägstütze einfach mal von außen ran, damit man da einfach hoch kann. Ja, das habe ich ja gesagt, das wollte ich auch machen. Aber das kannst auch du machen. Hast du das wirklich gesagt? Ja. Hast du? Hast du? Bestimmt, ja. Du hast es vorgehabt, ne? Kann das sein? Was? Du hast es vorgehabt. Ja, also ich habe es vorgehabt zu bauen. Wie gesagt habe ich es, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt ist das abgestützt. Da können wir nämlich jetzt auch dann die kleinen oder die halben Baumstämme endlich gut gebrauchen. Daran.
Sehr cool. Und jetzt kann man dann theoretisch die Stütze und die Stütze wegmachen. Machen wir hier noch einen dran. Man kann die hier weg. Ja, und jetzt kann man die auch wieder einsammeln. Jetzt meckert er nicht mehr rum, weil das Spiel sorgt tatsächlich dafür, dass man nicht aus Versehen Stützen abnimmt, die nicht dafür vorgesehen sind. Mit C. Das ist richtig gut. Aber es macht ja noch gar nicht Sinn, das hier unten abzustützen. Das muss doch oben abgestützt werden, damit wir komplett das wieder rausnehmen können. Nee, warte mal, das macht ja auch. Das, warte, ich glaube, das macht aber auch keinen Sinn. Aber theoretisch könnten wir das aber auch so lassen, oder? Wobei. Wir können ja einfach erstmal das Dach bauen und können dann gucken, was Sinn macht, es zu lassen und was man eher abbauen sollte. Genau. Alter, Dach bauen hier erstmal, ne? Brauche ich ein Studium für. Aber echt. Dann werde ich da oben die Stütze. Das hier ist auch nur so ein halber, ne? Den kann man nicht benutzen, richtig? Ja. Die halben man diese dann kleinen Stämme, die verwirren mich. Kann man als Stützen dann benutzen, ganz toll. Na, dann sind die ja jetzt erstmal draußen und ich glaube, den kann man doch dann hier benutzen. Den kann ich wieder abbauen, sehr gut. Ja, und dann kann man hier so Halblatten rauf machen. Cool, dann klappt das ja. Juhu. Das dauert ja nur 3 Jahre, dieses doofe Haus fertig zu bauen. Ja, kann ich das jetzt rausnehmen? Das geht nicht. Mindestens. So viele Bäume haben wir gar nicht. Nicht. Oh. Mache ich das denn jetzt am besten? Lass uns doch das Dach erstmal fertig machen und dann gucken wir, was wir abbauen und abstützen und dranlassen und nicht dranlassen und. Richtig. So, dann ich gehe jetzt erstmal essen. Mach das. Dann werde ich erstmal. Noch eine Ach, auch cool machen. Eigentlich, so sparen wir uns das. Ach, sie sitzt ja am Feuer, sie chillt ihr Leben. Irgendwas weggehauen, was ich nicht weghauen wollte. Ich habe noch Fisch, rohen Fisch. Kannst anhängen, hier sind 2 Haken wieder frei. 3, hier sind auch noch Haken frei. Ach, Wolli hängt hier wieder Arme an. Wolli, der Kannibale, Alter. Vandalismus. Bitte nicht weiß. Wenn wir irgendwann nichts mehr zu essen haben, haben wir immer noch aneinander. Mhm. Das gefällt mir gar nicht. Hey. Das mag ich nicht. Das ist nicht mein Problem. So. Du bist so gemein, ey. Da habe ich sie rausgenommen, die Stütze, okay. Wann kommt die da jetzt wieder rein? Geht das überhaupt noch? Hä? Ach, das hast du weggenommen. Ja, ich muss hier gerade ein bisschen was abreißen, weil er hat aus Versehen eine. Ich meinte Wolli. Nein, Wolli, jetzt hast du es kaputt gemacht. Wolli hat meinen Glitch kaputt gemacht. Den kann man doch wieder abbauen, oder nicht? Ein Kitsch? Mein Kitsch, ja. Nur Kitsch. Wolli hat meinen Glitch kaputt gemacht. So kann ich die denn nicht wegnehmen? Jetzt ist er wieder da. Warum ist sie denn so blutverschmiert? Kann sie nicht mal waschen gehen? Cool, gib mir einen Daumen nach oben. Die finden mich toll, meinst du? Was? Oh nee. Umliegen überall tote Fische rum. Ah, rein. Weiß ich nicht. Irgendwer bringt uns Fische. Alter, wo kommen denn hier diese ganzen. Warum sind hier so viele zerteilt? Was ist hier los? Ich baue hier gerade was auseinander und dazu muss ich erstmal hier Ordnung schaffen. Ich meine Stimme wegtragen jetzt. Nee, hab ich nicht. Ich bin nur runtergefallen und in deine ganze Stimme reingebackt. Ach so. Ich will hier raus. Oh Mann. Reiß das doch mal ab. Was habe ich für ein Problem? Durst. So, unsere Lebensmittel-Dingsbums sind erstmal voll. Shit. Juhu. Shit. Trink doch was. Oh, Glück gehabt. Das war. Ich verbrenne gerade Geld. Wow. Warum tust du sowas?
Wieso, willst du es in der Bank einzahlen? Ja. Ich meine, die Sparkasse gibt ein wenig Zinsen, also die... Komm ich irgendwann mal wieder zurück ans Festland? Oder meinst du, wir sind jetzt für immer hier? Genau, wir sind jetzt für immer hier. Wir leben doch jetzt hier. Glaubst du, ich baue das Haus umsonst? Ah. Was soll denn Kelvin als nächstes suchen? Deine? Ja, Stämme. Wir brauchen eigentlich, wir brauchen noch einen Arsch voll Stämme. Oh. Na denn. Weil bis dieses Dach fertig ist, bin ich, glaube ich, alt und grau. Ja. Okay, ich habe ihn angewiesen, Stämme zu sammeln. Sehr gut. Ich frage mich, warum ich das hier nicht mehr repariert krieg. Was hast du denn kaputt gemacht? Ach ja, hier dieses Loch da, ne? Das Loch ist nicht das Schlimme. Da drunter fehlt jetzt eine Strebe. Ach so, Kelvin räumt jetzt sein Holz weg, meinst du? Vielleicht sollte er doch keine Stämme sammeln. Oh nein, ich glaube, mein Bug funktioniert nicht mehr. Schade. Es war schön, solange es funktioniert. Verdammt nochmal. Nee, jetzt ist vorbei. Oh. Geht's? Oder brauchst du einen Löffel? Eine Strumpfhose. Eine Strumpfhose, okay. Ah, ich komme hier gerade nicht klar. Das ist schlimm. Brauchst du Hilfe? Ist dir zu helfen? Was hast du getan? Ich will, dass der hier dieses blöde Ding rausnimmt. Warum machst du das alles kaputt? Ich will den einen Balken wieder reinsetzen. Na, dann brauchst du doch hier, mach das mit... Hä, warum kann man das mit 10 nicht kaputt machen? Ja, genau das ist mein Problem. Oh, oh. Huch! Was hab ich denn da gerade weggebackt? Das jetzt? Ist, damit hat nichts zu tun. Das ist falsch! Jetzt wird's komisch hier. Ja. Oh Mann. Also falls ihr Bäume, Baumstämme sucht, hier rundherum liegen, hat Kelvin dich hingeschmissen. Schön. So, ich leg die jetzt erstmal hier irgendwie auf den Haufen. Kelvin, was machst du? Es ist keine Tür. Okay. Kelvin ist alles eine Tür. Ich habe damit einfach nichts zu tun. Ich baue hier mein Dach und tue so, als wenn ich das Dilemma da unten nicht sehe. Ja. Vielleicht tust du. Wo ist mein Stamm hin? Vielleicht tust du auch das Richtige. Ist das der da hinten? Kelvin, gibst du mir den wieder? Das ist meiner. Gib mir den mal. Kelvin, wieso bist du so anstrengend? Hier ist gerade ein Stein gespawnt, habe ich genau gesehen. Warum fehlt da eine ganze Wand? Was ist denn hier los? Mann, ich muss hier große Umbaumaßnahmen annehmen. Kann ich mal ein... Was passiert hier? Hilfe! So. Warum ziehst du hier einfach eine Wand hin? Weil ich das Holz irgendwo hinsetzen musste erstmal. Oh nee. Hey, nee, das wollte ich nicht. Ich habe hier nicht mal einen Stamm. Jetzt geht's, glaube ich, wieder. Oh, jetzt geht's wieder. Sehr schön. Okay. Was ist das hier für ein Haufen? Ach, die reparieren sich selber dann? Okay. Kann ich mal... Wo sind denn die ganzen Stämme? Ich brauche die alle. Meine Stämme! Du hast die zuerst geklaut. So, jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger mit dem Abreißen. Nein! Oder auch nicht, ne? Er hat es zerlegt, anstatt montieren. Egal. So, jetzt brauche ich noch einen Stamm. Ja, Kelvin, danke. Der kommt wie gerufen.
Meinst du nur noch hier? Genau. Und jetzt ist das wieder repariert. Oh mein Gott. Hat ja nur ewig gedauert. Kriegst du das hier drauf? Ja, okay. Sehr schön. Kevin schiebt einfach zur Tür, zur Wand einen Stamm rein. Dankeschön. Baumfels! Also beim Abreißen muss man mega vorsichtig sein, weil ab und zu glitscht er einfach zur Seite weg und dann baut er was ganz anderes ab. Und hier unten beim Boden kann man es dann nicht ohne weiteres wieder einbringen, wie ihr gesehen habt. So. Klüse noch da? Ja, ich bin voll konzentriert. Ich merke schon. Man muss ja hier aufpassen, Kevin klaut einem ja immer alle Stämme weg. Das ist mega anstrengend. Dann hört man von dir nur so, oh ja, danke, Kevin. Und ich denke mir so, super, das war mein Stamm. Sind hier jetzt die anderen Teile? Ach, da ist noch was. Ich habe hier ganz viele Baumstämme gebumstet hier. Sehr gut. Also liegt hier überall rum, müsst ihr nur ein Fachangestellten anweisen, die zu holen. Eurer Wahl. Ja. Bevorzugsweise Kelvin. Halbes Stück zu sein. Alter, Dachbauen ist Kelvin, wirf einfach ab. Dankeschön. Ey. Jetzt hat er wieder meinen Stamm geklaut. Ach, warum lasse ich ihn überhaupt noch liegen? Und ich freue mich so über die Stämme hier. Ja, weil ich mache mir immer zwei, die ich nehmen kann. Ich dupliziere mir die hier einfach die ganze Zeit. Geht dann mache ich immer zwei. Ja, es geht immer noch. Dann nehme ich immer zwei in der Hand und lass einen liegen, damit ich dann wieder welche habe zum Duplizieren. Und den klaut Kevin immer. So. Also wenn es dir gerade so weitergeht, dann. Das ist ja praktisch mit der Rampe, die du da gebaut hast. Ja, ich dachte, haben wir darüber vorhin nicht gesprochen? Meintest du was anderes? Über eine andere Rampe vor der Tür, damit man da bequem reinkommt. Weil man kann so richtig auch da Rampen bauen. Jetzt habe ich hier irgendwo einen Stamm reingebaut, der da nicht hingehört. Wo ist denn der hin? Der ist weg. Hier habe ich noch was für dich. So, wie viele Stämme brauchen wir denn noch? Danke. Viele. Wir können gut. Es ist noch nicht mal das halbe Dach fertig. Wir brauchen 1000 Millionen. 77 mindestens. Ja. Der Reihenfolge. Ja. Gut. Ich glaube, das war vielleicht auch schon wieder ein bisschen zu viel mit dem Dach, das aber ich... Einste wollen halt immer eventuell schöne Dinge haben. So, okay, jetzt ist das zu, da liegt wieder ein Baumstamm, sehr gut. Dann ist das als nächstes zu. Ach, ich klau mir einfach jetzt immer hier die Rampe, was soll's. Dann soll Kevin doch weiter klauen. So, ach, da hätte ich noch eins oben reinsetzen müssen, okay. Kommt schon der Baumstamm rein. Wir hatten hier ganzen Stöcker geklaut. Ich? Gute Frage. Na toll. Fürs Bett? So. Also ich habe nicht alle geklaut, aber fürs Bett hatte ich halt Stöcker weggenommen. Achso, na gut. Wieso schimpfst du mit mir? Wir brauchten das Bett zum Schlafen. Ah, hier könnte ich die kleinen Dinger verbasteln, anstatt große zu zerhauen. Das ist doch mal eine Idee. So. Ich ziehe da einfach eine Wand hier rein. Und wenn wir Holz brauchen, dann können wir die Wand abbauen. So, geht es hier so? Das ist eigentlich eine gute Idee, weil dann klaut Kelvin das nicht immer. Kelvin klaut die Wand hier das Holz, was ich hier gefällt habe. Geht leider nicht, okay. So, das heißt, ich muss doch hier erstmal wieder zumachen. Was ist denn das hier hinten? Dann und dann. Was hast du entdeckt? Wolli, dein Stammlager ist fertig. Du wolltest ein Stammlager bauen, richtig? Ja, genau. Hier fehlt übrigens eine Wand. Ja, da hüppeln alle gerade rein immer. So. So. Ist das wieder ein kleines Ding?
Mach drauf. Sehr gut. Da will ich jetzt ein Fenster haben. Das geht nicht, weil... Ach, jetzt geht's. Cool. So. Dankeschön. Jetzt ist da, dann ist da und dazu. Nein, nicht ins Wasser fallen. Nein. So. Kevin, hör auf zu. Nur mal so zur Frage. Einfach nur mal. Ach so, ja, tatsächlich. Nein, ist es nicht. Nein, nein. Nein. Nein, nein, ich will dort nicht. Nein, ja, ich darf ich nur fünf Freund. Minuten? Ja. Nur die 5 Minuten. Weiß ich nicht. Ja oder nein? Ja, ich würde das eine Zaunfeld oben, das eine Dachfeld wenigstens noch fertig machen und dann können wir gerne. Okay. Also, du kannst trotzdem schon abmoderieren. Ich bin noch kurz beschäftigt. Oh, ich wollte ja auch noch was machen. Also, einfach nachher jede Folge Überlänge, Alter, wen juckt's. Ja. Man lebt nur einmal im Wald. Richtig. Man lebt nur einmal im Wald. Okay. Bedient sich Kelvin eigentlich auch an dem Holzlager? Also ich habe etwas rausgenommen, aber... Keine Ahnung. Nee, ich glaube cool. Das dann nicht, das lässt er liegen. Er bedient sich nur an allen Stämmen, die irgendwo irgendwie rumliegen. Oh, oder haut halt dann... Stamm. So sehr das Duplizieren ja irgendwie cool ist, aber... Manchmal ist das ein Gefummel. So, und jetzt gucke ich mal, wie ich die Rampe da bauen kann. So, dann gehen wir nochmal ins Baumenü. Nee, das war bei Treppe. Oh, wollen wir eine Treppe? So, man muss so schräg und stützen und dann einfach dran. Okay. Das hier. Wie viele einzelne Stämme hier oben liegen, das nervt mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Nein, nicht so. Es geht nicht. Dann nehme ich mal einen kleinen. Das Feld, wo du Stämme duplizierst, da mache ich gar nichts dran. Hier, wo die weißen Steine auch liegen, weil nicht, dass wir das uns irgendwie kaputt machen. Hä, ich weiß gar nicht, was du gerade meinst. Hier, du duplizierst ja an einer Stelle immer deine... Ja, genau, hier, an diesem Stamm. Da machen wir gar nichts dran. Wir bauen die nicht ab. Nee, sobald ein Stamm da dran ist, geht das nicht mehr. Habe ich vorhin festgestellt, wo Wolli einen dran gesetzt hat. Ah. Hm. Verrückt. Die Frage ist, ob es überhaupt beim nächsten Starten dann nochmal geht. Ich denke mal nicht, weil komischerweise kann ja auch nur ich das machen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ein großer oder ein kleiner, den ich hier habe? Ist wahrscheinlich ein großer. So, das eine Zaun, das eine Dachhälften-Dings hier ist fertig. So, dann können wir... Jetzt... Das Ganze dann praktisch noch mal auf der anderen Seite und dann muss es in der Mitte noch zugemacht werden. Sehr schön. Okay, aber es sieht doch super aus. Es sieht doch. Das ist voll anstrengend. Oh. Okay, ja. Achso, das ist nur so ein Teil. Achso, ich muss ja auch noch. Ja, wir müssen wohl Feierabend machen. Ich habe keine Lust, aber mich fragt ja niemand. Ja doch, wir haben gefragt, ob du Feierabend machst. Du hast gesagt, nö. Und wir haben gesagt, doch. Also haben wir dich demokratisch überstimmt. Und damit war es das erstmal für heute. Das schmeckt mir nicht. So, aber demzufolge bin ich halt, wie gesagt, überstimmt. Und wir beenden die Folge. Ja, mal gucken, wie es denn in der nächsten Folge weitergeht. Wahrscheinlich immer noch weiter mit dem Hausbau, weil ich glaube, wir können das nicht so unfertig stehen lassen. Und dann irgendwann wird es auch mal wieder zum Erkunden gehen, aber lasst euch überraschen, wann das passiert, bleibt einfach dran. Im Abspann habe ich euch den Madisto verlinkt und seine Playlist, schaut da gerne vorbei. Meine Playlist findet ihr auch hier irgendwo. Und dann bis zum nächsten Mal, macht es gut, tschüss. Oh, ciao. Auf Wiederzön. Auf Wiederzön vor allem. Auf Wiederzön, ja.